Strom, der von Windrädern produziert wird oder mit Sonnenenergie, das ist der Plan der Bundesregierung. Sie will raus aus der Stromerzeugung mit Kohle. Bis 2030 soll der Anteil erneuerbarer Energien am Stromverbrauch auf 80% steigen. Aber nicht immer scheint die Sonne und nicht immer weht der Wind. Und die Konsequenz ist, wir brauchen grundlastfähige Kraftwerke. Das sind im Moment fossile Kraftwerke, Kohle, Steinkohle, also Braunkohle, Steinkohle und Gaskraftwerke. Und die sollen sukzessive aus dem Markt gehen. Der Plan, es sollen neue Gaskraftwerke gebaut werden, die später leicht auf Wasserstoff umgerüstet werden können. Sie sollen nur bei Bedarf einspringen, das rechnet sich aber nicht für die Betreiber. Und deswegen will der Staat den Bau dieser Kraftwerke finanziell unterstützen. Gebaut werden sollen Kraftwerke, die zusammen 10 Gigawatt Leistung bringen. Das Geld für die Förderung soll aus dem Klima- und Transformationsfonds kommen. Der Strommarkt soll umgebaut werden. Kraftwerkbetreiber bekommen Geld dafür, dass sie einsatzbereit sind, auch wenn sie keinen Strom produzieren. Und bis spätestens 2040 sollen die neuen Kraftwerke von Erdgas auf Wasserstoff umgestellt sein. Die Union kritisiert die Kraftwerkstrategie, die nun vorliegt. Es seien immer noch viel zu viele Fragen offen. Die Hängepartie geht weiter. Wir haben keine Klarheit. Wir wissen nicht, wann ausgeschrieben wird, wie das finanziert wird. Es gibt keine Verlässlichkeit für die Investoren. Die brauchen wir aber. Nur dann kommen wir voran. Auch die Energieexpertin Claudia Kempfert bemängelt die Pläne. Sie findet, mit Gaskraftwerken setze die Bundesregierung auf das falsche Pferd. Gaskraftwerke sind letztendlich die teuerste Form der Energiebereitstellung, die wir im System haben. Sollten wir nach Möglichkeit minimieren und nicht noch mal so stark ausbauen. Doch wie teuer kann die Förderung werden? Der Finanzminister beruhigt. Eines ist jedenfalls sicher, die mal im Raum stehenden 60 Milliarden Euro bis 2030, die werden wir Gott sei Dank nicht im Ansatz benötigen. Heute war die Rede von ca. 16 Milliarden Euro auf 20 Jahre. Wirtschaft und Energiebranche begrüßen die Einigung. Unternehmen wie RWE, Uniper und andere haben bereits signalisiert, in Gaskraftwerke investieren zu wollen.